Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader am Wahltag in den USA. Heute wird es spannend. Naja, ich glaube, so richtig spannend wird es dann erst morgen, wenn es um die Thema oder um das Thema Wahlausgang geht. Ja, der letzte Schub im Wahlkampf ist ja heute Nacht beziehungsweise gestern in den USA gelaufen. Finale Auftritte. Jetzt wird es spannend. Jetzt ist sozusagen ja, die ganze Geschichte am Ende. Und wir werden erfahren, wie es ausgehen kann. Morgen wissen wir entsprechend, möglicherweise bald, die ersten Details. Heute allerdings der Blick wieder auf ein paar interessante Chartkonstellationen. Zum einen im WTI, das hatte ich ja gestern Morgen so ein bisschen anklingen lassen, dass hier sich durchaus etwas sehr, sehr Interessantes entwickeln kann. Das hat sich jetzt entwickelt. Und da schauen wir natürlich heute ganz genau hin, welche Chancen sich hier an dieser Stelle für uns aktive Trader jetzt entsprechend bieten. Weiter schauen wir auf Neuseeland-Dollar, US-Dollar und das Währungspaar, britisches Pfund, japanisches Yen und selbstverständlich natürlich auch den ein oder anderen Wunschmarkt. Also, wer was auf dem Herzen hat, einfach rein in die Chats auf Zoom oder GoToWebinar. Und dann kann ich sehr, sehr gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt analysieren. Und ich sehe auch schon die guten Morgengrüße kommen nach Schnein. Das heißt, Bild und Ton passen. Wir sprechen jetzt also über die Charts. Zum einen mit WTI und dem starken Rebound hier zum Wochenauftakt. Zuvor bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen, was hier geschrieben steht. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das hätten wir und damit schauen wir auf die Nachrichten. Und wir sehen es hier kurz, die Geschichte noch in, den, äh, in Australien, das hatten wir ja gestern kurz in einer Nachfrage äh, hier zum Thema Zinsentscheid äh, der RBA, die, den gab es hier, 0,1% war die Prognose, also eine Senkung von einem Viertel auf 0,1%, das hat die Zentralbank entsprechend auch geliefert. Das dazu möchte ich hier an dieser Stelle einfach noch kurz nachbieten oder nachliefern. Ansonsten im Laufe des Tages heute, wir sehen es hier, Treffen der Eurogruppe, da könnte es durchaus wieder um das Thema Hilfen für die Corona-Phase gehen, da könnte es durchaus wieder ein bisschen Informationen zum Thema Brexit geben. Also auch hier hm, mal sehen, was kommt. Interessante Informationen sind da auf alle Fälle zu erwarten, dass auch eventuell Auswirkungen zum Beispiel auf den Euro US-Dollar anstehen könnten. Ansonsten aus den USA, wie schon gesagt, heute ist der Tag der US-Präsidentschaftswahl. Der finale 16 Uhr gibt es dann den Auftragseingang für den Monat September und am späten Abend dann um 22.30 Uhr, wie immer, am Dienstag der Blick ins Öl hier mit dem API Rohöl-Lagerbestand. Öl, heute wieder auf der Uhr. Also, es bleibt hier spannend. Der Ölmarkt ist gut gefüllt. Es wird momentan deutlich Öl produziert. Wir haben es letzte Woche auch gesehen, die Lagerbestände sind angestiegen. Das heißt, es wird mehr Öl produziert, als das die Welt eigentlich braucht. Und das bringt natürlich auch immer ein bisschen Druck entsprechend auf die Preise rauf. Schauen wir uns gleich an. Ich schalte einfach mal rum zum Chart hier vom WTI. Macht das Bild auch gleich mal noch groß für die Übertragung hier. In Zoom und ja, lasst uns schauen auf das WTI-Kürzel. WTI übrigens hier bei Tickmill in den Charts XTI-USD, also das ist das WTI in US-Dollar gehandelt, haben wir hier. Der zweite Wert, den wir haben, ist noch das ICE-Brand Crude Oil, haben wir hier ebenfalls. Die Charts sehen ähnlich aus, wenn nicht immer zu 100% identisch, aber auch hier ist das Ganze entsprechend auch gelaufen. Wir wollen heute allerdings nicht auf das Brand schauen, ja, sondern hier an dieser Stelle auf das WTI. Und wir sehen es im WTI. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen. Das schöne Short-Setup -Short ist wirklich richtig gut aufgegangen. Und jetzt haben wir den ersten Anlaufpunkt gefunden, wo wir eine Korrektur bekommen haben. Und schaut mal, wo es gewesen ist, genau hier am Ausbruchslevel. Die Marke um die 3350 hat gestern dafür gesorgt, dass wir einen deutlichen starken Rebound bekommen haben. Hier auch drüber, über diesen Widerstandsbereich um die Marke 6. 36 bis 36,50. Da sind wir im Tageshoch gestern und auch kurz heute drüber geschnappt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Übergeordnet sind wir verknüpft in einem Abwärtstrend. Ne? Das sehen wir hier ganz klar an dieser Stelle. Wenn ich es mal kurz reinmache, sehen wir es hier. Der Markt trendet nach unten. Das war alles noch äh, sozusagen aufwärts gerichtet. Jetzt haben wir hier den Abwärtstrend. Also, um das mal ein bisschen sauberer äh, zu zeigen, gehe ich einfach mal hier kurz ins Zeichentool rein. Und da sehen wir es hier an dieser Stelle. Wir haben hier den ersten Schub nach unten bekommen und aus diesem ersten Schub nach unten gab es dann die Gegenbewegung innerhalb der Range, die wir hier gehabt haben. Ja, und dann ging es halt nach unten bis hin. Jetzt haben wir sozusagen richtungsführend wieder einen Abwärtstrend hier auch auf Tagesbasis im WTI. Der gerade korrigiert wird. Und da kommt es jetzt natürlich drauf an, wie weit läuft denn jetzt die Korrektur? Beziehungsweise, wenn wir rumdrehen, wo liegen denn die Potenziale? Die Potenziale auf der Chartunterseite möchte ich hier an dieser Stelle wieder einmal erst einmal im Tageschart klassifizieren, weil ich hatte das bei der letzten Analyse auch schon gesagt, hier ist nicht wirklich viel, was wir in den kleineren Zeiteinheiten sehen können. Die wichtigen Marker, die sehen wir hier sehr, sehr schön auf dem Tageschart. Und auf dem Tageschart sehen wir hier halt als nächstes hier unten. Diesen kleinen Anlaufpunkt aus der Korrektur unten raus vom Aufwärtstrend, den wir hier gehabt hatten. Hier, schaut mal hier, da ging der starke Aufwärtslauf hier an dieser Stelle, hier den kleinen Zacker, dann nach oben hier, dann war das ein korrektives Level hier unten in diesem Bereich und dann ging es halt hier weiter in die Oberseite rein. Und das hier unten, der erste Anlaufpunkt, ist hier mal die Marke von 29,96, hat man das kleine Zwischentief hier. Also grob dieser Bereich, wie immer, nicht bitte auf die letzte Nachkommastelle festlegen, sondern es sind immer. Schwungbereiche da. Und dann Kurz unten drunter der Umschwungbereich um die 28,80. Wer jetzt nicht genau versteht, was ich mit dem Umschwungbereich meine, raff ich das Bild mal ein bisschen kleiner. Hier sehen wir es an dieser Stelle. Wir sind an diesem Punkt, den ich dort markiert habe, über das Korrekturhoch im Abwärtstrend gelaufen. Schaut mal hier, das war das letzte Korrekturhoch im Abwärtstrend, bevor es diesen massiven Schub nach unten ging. Und da sind wir hier drüber gelaufen. Das war der Drehbereich. Hier ging es oben drüber. Dann gab es eine kurze, sage ich mal, Testphase, wo der Ausgang. Bereich anprobiert wurde, ob hier wirklich das Ganze hält. Es hat gehalten. Wir sehen es einmal getestet, zweimal getestet, dreimal auch getestet und also hier in diesem Bereich sozusagen hier. Ähm, das war das Level, was wir hier zum Testen zur Verfügung hatten und das hat halt gehalten. Und deswegen haben sozusagen hier hat diese Marke von 2880 die Relevanz, einen weiteren Support zu bringen. Da sehen wir, da ist sehr viel Luft zur Chartunterseite, die der Markt durchaus. Auch ausspielen kann. Wohlgemerkt kann, ja. Wissen tun wir es nicht, aber wir haben damit natürlich auch die Potenziale und mit den Potenzialanalysen sieht man ja, das untermauert die Wahrscheinlichkeiten und da sind halt die Chancen da, dass man das Ganze auch im Trading mit sieht. So, jetzt wollte ich nicht den Chart zumachen, sondern jetzt wollte ich einfach sagen, jetzt schauen wir mal auf die Korrektur. Also, was bedeutet Korrektur? Korrektur bedeutet, gestern hat sie angefangen wie geht es jetzt weiter wo liegen die potenziale auf der oberseite und woran erkennen wir denn dass der markt umdrehen möchte und das ganze schauen wir uns mal in der kleineren Zeiteinheit an hier schön zu sehen im stundentrend was wir hier sehen im stundentrend ist jetzt erst einmal auf alle fälle hier nach oben hin laufend dieser Aufwärtsbewegung. Ne? Wenn wir das mal im kleinen Zeitrahmen uns auch anschauen, er hat auch leicht getrennt. Das ist der Bewegungsarm, den wir hier sehen. Und jetzt kommt es wirklich darauf an, wie es hier an dieser Stelle weitergeht. Denn der Schub oben drüber, über dieses Widerstandslevel, ist jetzt nicht die Aussage, okay, jetzt gehen wir in eine tiefe Korrektur. No way. Ja? Das kann ein kleiner Rutsch oben drüber sein und dann abwärts wieder nach unten zu gehen. Das ist jetzt nämlich der interessante Punkt. Das ist das hochinteressante Level, was wir hier an dieser Stelle haben. Denn wir haben jetzt hier oben eine Decke. Hier oben über dieses Zwischenhoch muss der Markt drüber laufen. Kurzen Augenblick, wir klassifizieren es mal. Das Hoch haben wir gehabt oben bei 3719. Da müssen wir drüber, um den Aufwärtstrend für die Korrektur nach oben zu schieben. Ja, das heißt, die Korrektur hätte ja auch einfach so nach oben laufen können. Ist er aber nicht. Sie tut uns wieder mal den Gefallen einer Chance für einen Aufwärtstrend. Und das ist halt gut. Das sehen wir an dieser Stelle. Und das ist das, was wir im Auge behalten müssen. Heißt also, wir sind jetzt sehr wohl schnell in der Lage zu erkennen, ob wir jetzt die korrektive Phase als Ausdehnung nach oben bekommen oder ob wir direkt runterrutschen. Woran erkennen wir es? Hier, schaut mal, das ist jetzt die Korrektur. Und wenn der Markt hier tatsächlich stark bleibt. Dann drehen wir irgendwo hier rum und machen einen Aufwärtstrend. Und dieser Aufwärtstrend, der hat dann die Chancen, die höheren Kursziele anzulaufen. Und da haben wir doch einiges am Drehbereichen bzw. Swing-Highs liegen, die wir hier durchaus miteinander besprechen können. Schaut mal hier euch das Ganze an. Das sind die Level an den Zwischenhochs um 37,50. 39,62 und dann hier oben die Marke von 40,75. Also, es kommt drauf an, wenn der Markt hier wieder rumdreht und stärker trendiert, da haben wir doch einige Anlaufpunkte auf der Oberseite, die interessant sein können. Und zu all diesen Zwischenhochs gesellt sich auch noch hier drüben dieser Drehbereich hier an dieser Stelle, den ich hier mit. Diesem Rechteck mal markieren möchte hier dieses Level, wo der Markt so hin und her geschwungen ist, immer ein bisschen. Das ist der Preisbereich um die 38,80. Das ist das, was der Chart uns hier auf der Oberseite untergeordnet rausgeben kann, nach oben hin. Ja, jetzt allerdings die Frage, hm, was passiert denn, wenn wir nicht nach oben laufen? Ganz klar, da kommt wieder direkt auch dieses Bild in Frage, was ich gerade ähm, auf der Tagesbasis gezeigt habe, wo wir die Anlaufpunkte auf der Chartunterseite durchaus haben, aber wir können ja auch hier weit Korrektur nach unten sehen, weil da, wo wir gerade stehen, um die 36,50 bis hier runter bei 33,50 sind es immerhin 3 Dollar. Und mit diesen 3 Dollar kann man doch ein bisschen was anfangen. Und das schauen wir uns mal kurz in den 5 Minuten an, weil da sehen wir natürlich auch schön die kurzfristigen Anlaufpunkte für die aktiven Trader. Heißt also an dieser Stelle, bildet sich hier oder setzt sich dieser kleine Abwärtstrend nach unten fort. Also, das, was wir hier an dieser Stelle sehen, warte mal, mal gucken, ob wir es reinkriegen hier mit dem höheren Zeitrahmen. Ja, das, was wir hier sehen, schaut mal, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Jetzt haben wir hier die korrektive Phase. Und wenn sich das Ganze nach unten hin fortsetzt, dann haben wir wirklich die Chancen, zur Unterseite reinzulaufen. Und die nächsten Anlaufmarke haben wir hier. Schaut euch das mal an. Kurzfristig für das Intraday Trading. Hier unten der Bereich um die 36,8%. Bis 36,10. Das wäre Nummer 1. Und dann haben wir noch ein paar mehr Swinglos, die wir hier liegen haben. Hier ganz grob 35,50. Hier unten in etwa die 34,95. Können wir noch weiterspielen? Hier unten ungefähr 34,50. Und dann hier unten, hier an dieser Stelle, ah, oh, das kann man gar nicht sehen. Da muss ich mal zur Seite rutschen. Ähm, hier an dieser Stelle, das ist der Wert. Und dann noch ganz, ganz unten hier an dieser Stelle. Da haben wir es liegen, um die Marke von 34 US-Dollar. Sehr, sehr interessant, was wir hier alles auf dem Weg nach unten als gut planbare Anlaufpunkte sehen. Und das ist wirklich interessant. Und hier sehen wir übrigens, wie stark der Aufwärtstrend gewesen ist. Schaut mal, die Korrekturen liefen immer bis in etwa an die Ausbruchslevels ran. Ne? Hier Ausbruchslevel Korrektur. Ne? Gut, hier ging es ein bisschen tiefer hier in dieser Stelle Ausbruchslevel Korrektur rein. Also, das ist sehr sehr interessant, und wie schon gesagt, wenn es jetzt hier weiter nach unten trendet, das heißt, wir, wenn ich das mal bildlich zeichnen darf, eine Abwärtstrendbildung dann tatsächlich sehen, also das nach unten hin, das ist dann der Bereich, wo wir uns tatsächlich dann auf die untergeordneten Swing heißt hier im 5 Minuten Trend fokussieren können. Das wäre dann sozusagen die Umkehr der Nachfrage mit Fokus auf das, was wir hier im Stundenchart gesehen haben hier Zack ging es nach oben, das ist die Korrektur. Und wenn wir das jetzt umgedreht bekommen, dann haben wir das Umkehrsignal in der Stunde. Dann läuft der Trend der Stunde wieder in Richtung des Abwärtstrends des Tages. Und das wäre mal nach einem Tag Erholung sozusagen der Weg nach unten. Das sind Chancen, die wir durchaus da haben und die der Markt auch durchaus spielen kann. Das ist der Blick in das WTI. Jo, ja, da machen wir weiter mit den Währungspaaren und zwar hier an dieser Stelle Neuseeland-Dollar, US-Dollar und britisches Pfund, japanisches Und an dieser Stelle nochmal die Einladung: Wer mag gerne rein in die Chats mit dem einen oder anderen Wunschmarkt nehme ich gleich hier am Vorwahltag oder am Wahltag in den USA direkt auch mit rein. So, wir starten durch hier mit dem Währungspaar britisches Pfund. Japanisches Yen. Hier und heute mal der Blick in die kleinere Zeiteinheit. Ähm, wenn wir uns den großen Chart, also die übergeordnete Zeiteinheit mal kurz anschauen wollen, hier auf Tagesbasis, wir sehen es hier groß aufwärts geschwungen, hier ebenfalls kleiner Aufwärtstrend, der jetzt gebrochen wurde und jetzt als Konsolidierung hier ein Dreieck zu sehen. Und das Ganze schauen wir uns jetzt einfach mal im Vier-Stunden-Chart an und wir haben im Vier-Stunden-Chart halt die Situation, schaut mal hier, hatten wir oder haben wir ersichtlich historisch immer noch diese Trading Range, die wir oben drinnen liegen haben. Da sind wir ja unten drunter ausgebrochen und momentan testet der Markt ausgiebig die Unterseite der Range an dieser Stelle und die Unterseite dieser Range. Das ist halt der Bereich um die 135, 40. Da laufen wir so ran an dieser Stelle und das ist jetzt die interessante Verortung an diesem Punkt, denn wir wissen selbst, der Markt ist jetzt nach unten gerichtet. Ne? Wir sind hier abwärts gerichtet. Der Markt trendet nach unten. Wir haben sozusagen einen Abwärtstrend. Und bei diesen Dreiecken, da gibt es in der Regel immer zwei Auflösemöglichkeiten. Und das eine, die Aufwärtslösung nach oben, würde dann dazu führen, dass der Markt nach einem kurzen Ausflug unter die Range, also unter dieses Unterstützungslevel hier bei 135,40, wieder in die Range zurückkehrt und dann müssen wir uns zur Oberseite orientieren. Das ist Nummer 1. Das erste Anlauflevel, was wir da dann definitiv auf der Uhr haben, hier ist mal oben der Drehbereich um die 135,80 bis 135,85. So in diesem Drehbereich hier oben, dieses Level, wo wir diese kleinen Zwischenhochs hier oben liegen haben. Das wäre dann, wenn wir den Ausbruch über die Oberseite bekommen natürlich die Chance oben reinzulaufen, dann fortfolgend natürlich das Ganze weiter fortgeführt. Hier an diesen Stellen haben wir ja noch ein paar Level liegen. Hier beispielsweise dieses Drehlevel oben um die 126, knapp 30, beziehungsweise das nächste, was wir dann haben, das sind die Swing Highs, an denen wir uns orientieren können. Und das liegt dann das nächste wäre dann hier oben dieser Bereich um die 137,5 bis 137,7, dieses Level hier und dann natürlich hier knapp oben um die 137,30. Diese Marker haben wir oben da, wenn wir in die Range nachhaltig zurücklaufen. Das heißt, das würde bedeuten, wir brechen aus dem Dreieck durch die Oberseite aus. Und das, was sich hier dann im Kleinsten abbildet, ist, dass wir hier einen kleinen Aufwärtstrend bekommen. Wenn wir uns das Ganze mal kurz in den 15 Minuten anschauen wollen, sehen wir das ganz klar hier an dieser Stelle. Jetzt muss ich noch mal kurz schauen, dass ich den Chart mal ein bisschen größer bekomme hier, dass es mir reinzieht. So, wir müssen es mal so machen. Also, dass wir dann hier in den 15 Minuten sozusagen genau das bekommen, was wir brauchen, der Ausbruch nach oben, der würde dann sozusagen hier mit einem Aufwärtstrend laufen, also hier momentan alles noch die Abwärtsrichtung, aber dann in dem Moment, wo wir es tatsächlich klar oben drüber schaffen, dann haben wir die Chancen zur Oberseite reinzulaufen und dann wird das interessant, was ich gerade nach oben angesprochen habe. Das ist die Longseite, die Shortseite müssen wir natürlich auch besprechen und die ist ganz klar natürlich in Richtung hier unten diesen Umschwungbereich dann ausgerichtet. Also hier dieses Zwischentief unten um die Marke von 133,50 in etwa. Das ist das Level zur Chartunterseite und das können wir uns auch mal ganz, ganz in Ruhe anschauen. Das heißt, sollten wir hier den Bruch durch die Unterseite bekommen. Das heißt, wir hier unten drunter, unter dieses kleine Zwischentief fallen, hier unten um die Marke um die 135,4. Ähm, das wäre dann der Ausbruch durch die Dreiecksunterseite. Und da sehen wir auch schon korrektive Anlauflevel, nämlich hier unten, schaut mal. Diese kleinen Zwischentiefs, die wir hier auf Tages- oder auf Stunden, Vierstunden-Basis sehen, das sind die Marker, die wir in den kleinen Zeiteinheiten sehen, die für uns entsprechend interessant sind. Und wir sehen es dann auch hier, die Anlaufmarker, wie schon gesagt, unten rein 134, ja 87 bis 90. Und hier unten das Zwischentief um grob die 134, 40. Das ist das. Und dann, wenn wir uns das Ganze mal kurz anschauen wollen und das Ganze mal in, ja, sage ich mal, Trendrichtung sehen, wenn wir tatsächlich hier jetzt unten rauslaufen hier unter dieses Level dann haben wir ja den abwärtstrendenden Markt das heißt das wäre dann Fortsetzung an das was wir hier nach unten gesehen haben wo wir hier sozusagen auch die Schwünge entsprechend gesehen haben hier gut das war alles instab aber dann sehen wir nach dem kurzen Schub nach oben dreht der Markt wieder unten rum der Markt bildet sich abwärts und was haben wir dann in der kleineren Zeiteinheit ganz klar wenn wir nach unten laufen hier in den 15 Minuten dann haben wir hier ganz klar die Richtung wieder nach unten gelaufen. Das heißt, wenn es hier unten drunter geht, dann sind wir oben um die 135,40 abgeprallt. Und dieser kleine Trend, den wir hier sozusagen sehen jetzt schon, also das, was wir hier sehen in den fünf Minuten, das wird dann tatsächlich richtungsführend zur Chartunterseite. Und das bringt uns dann dazu, dass wir hier den Trend zur Unterseite haben und wir trendbasiert in dem moment die unterseite anlaufen und das ist dann genau das bild der ausbruch durch die chartunterseite hier im britischen fund japanischen yen also schönes spannungsumfeld hier im kampf sozusagen um das ausbruchslevel die ehemalige unterstützung und je nachdem wie es sich es ausläuft können wir durchaus hier schöne schwankungsbreiten an dieser stelle bekommen und damit blicken wir aufs währungspaar neuseeland dollar us dollar auch sehr sehr interessant aktuell von der klassischen verortung hier wenn wir uns das auch kurz mal noch auf Tagesbasis anschauen wollen, dann sehen wir es ganz klar. Dieser Markt ist hier im Kleinen definitiv verortet in einem Aufwärtstrend. Ich skizziere das einfach mal kurz, wenn wir uns diesen Markt hier mal nach oben anschauen wollen. Schaut hier, das sind die aneinandergereihten Bewegungen und Korrekturen mit steigenden Hochs und steigenden Tiefs. Das ist das, was wir hier sehr schön sehen können und hier unten, schaut mal, da habe ich den Support um die, naja, Marke von knapp 0,66. Und jetzt läuft es hoch. Und das ist das richtig Coole, was wir hier an dieser Stelle sehen. Der Markt, der ist hier rumgedreht. Schaut mal hier an dieser Stelle. Wir haben schön den kleinen Aufwärtstrend nach oben laufen. Das ist wirklich die Umkehr der Nachfrage an dieser Stelle und wenn sich das Ganze weiter fortsetzt, was es hier jetzt schon tut, haben wir den nächsten Anlaufpunkt auf der Chartoberseite ganz klar mal zu sehen hier oben an diesem Drehlevel, was wir hier an dieser Stelle haben. Das ist die Marke von ungefähr 06670, da sind wir hier drüben auch umgedreht und wenn wir dieses Level rausnehmen, ja, dann wird der Markt hier definitiv die Richtung auch weiter fortführen können. Das steigert das Potenzial für weitere Kurszuwächse. Und dann hätten wir den nächsten Anlaufpunkt schon mal auf der Chartoberseite hier oben im Bereich des Zwischenhochs um 0,6725. Das ist wirklich schön zu sehen. Hier ist knapp unten drunter mal noch ein Anlauflevel um die 0,6720. Also das ist interessant, was hier oben abgeht, und das ist schön. Das ist das, was wir sehen: Durch die Bullen eingetriebener Markt aus der Korrektur raus in Richtung des Trends zu laufen. Das sind Setups, die funktionieren in einigen Währungspaaren momentan relativ gut. Und hier im Neuseeland-Dollar ist das halt auch eine Sache, die wir sehr, sehr schön sehen. Und wir sehen halt auch, dass dieser Markt momentan auch relativ stark ist, von unten rausgekommen. Jetzt wird es halt wichtig zu sehen, wenn wir uns das Bild mal kurz auf der Woche anschauen wollen. Dass wir hier aus der letzten Korrektur raus hier die Seitwärtskonsolidierung wirklich irgendwann nach oben auflösen. wenn wir es tatsächlich schaffen, das, was ich jetzt im Kleinen gezeigt habe, den Markt nach oben aufzudrehen und diese Zwischenhochs hier oben rauszunehmen, ja, dann wäre das ein Szenario, wo wir durchaus hier auf der großen Basis, was wir jetzt hier auf Woche sehen, nach oben laufen könnten, die Marke von knapp 0,68 rausnehmen können und dann, ja, dann wird es nämlich interessant, dann ist der nächste Weg hier oben frei, hier oben in das Richtung von diesem größeren Umschwunglevel um die 0,69. Das ist sehr, sehr spannend und da stehen wir möglicherweise jetzt hier an, einer, an einem sehr, sehr entscheidenden Level, weil das, was wir jetzt hier unten drunter sehen, ist halt die Korrektur. Die Umkehr der Nachfrage im, Abwärts, äh, im Aufwärtstrend des Tages. Ich schalte mal ganz kurz in den Tagesschat noch nochmal rein. Wie schon gesagt, hier schaut, das ist der aufwärtstrendende Markt auf Tagesbasis momentan und der dreht den Markt rum. Und wenn er sich fortsetzt, haben wir wirklich alle Chancen, hier die ganz große Richtung der Woche nach oben durchaus wieder aufzunehmen und entsprechend fortzusetzen. Ne? Das ist interessant. Und selbst wenn es nicht dazu kommt, sondern wir nur ein Stück bis oben hinlaufen, haben wir immer genug Futter. Aus der Umkehr der Nachfrage nach oben reinzulaufen. Und das ist wirklich hochinteressant an dieser Stelle. So, gut, ah, was haben wir? Christian, du bist heute zu spät. Ui, naja, ich glaube, du kannst das Video noch im Nachgang sehen. Ansonsten, was machen wir? Kurz noch den Blick in Euro-US-Dollar. Ich denke, das macht Sinn, dass wir hier auch mal kurz auf die aktuelle Situation eingehen. Den hatten wir ja gestern mal ähm, beleuchtet, sozusagen den Euro-US-Dollar hier auf die Oberseite rauf die Umkehr sozusagen auch hier von unten raus. Und wir sehen es, das Level unten, das Support-Level, klicke ich mal kurz in den Tagesschat hier unten um, ähm, diesen Bereich hier, um das Zwischentief bei 1.16, ähm, was haben wir hier gehabt? 1.16, 15 hat erst einmal gehalten, der Markt dreht rum, spielt jetzt ein bisschen das Thema Gegenbewegung zur Oberseite. Und wir sehen es hier, ähm, der ein oder andere mag sich auch noch an äh, die Chartbesprechung erinnern. Nächster Anlaufpunkt hier oben, dieser Drehbereich um die 117. Da wird es spannend, interessant. Also wir haben einen sehr, sehr volatilen Markt hier an dieser Stelle und da bleibt es wirklich spannend, wie das Ganze auflöst. Kurzfristig haben wir jetzt allerdings wirklich erstmal die Chance, wieder hier oben Richtung 1,17 raufzulaufen. Dann schauen wir uns nochmal ganz kurz den DAX an. Der DAX ist ja, äh, ja am Freitag schon in die Umkehr reingegangen. Die hat sich dann gestern bestätigt. Äh, das heißt, wir sind jetzt hier in der angesprochenen Gegenbewegung zu diesem starken Move zur Unterseite rein. Äh, jetzt sozusagen das Tor offen Richtung 200-Tage-Linie hier, die verläuft momentan knapp über 12.000 Punkten zu um die 12.050, 60 Punkte. Und dann natürlich hier oben dieses ehemalige Unterstützungslevel habe ich hier noch in Grün drinnen um die Marke von 12.200 Punkten. Das sind bei einer korrektiven Ausdehnung natürlich gute Anlauflevel hier. Und wenn wir uns das Ganze mal kurz anschauen wollen, wie sich das Ganze äh, im Stundenchart erstreckt, darf man eins halt nicht vergessen. Es ist nur die Gegenbewegung. Ja? Der Markt kann sehr schnell wieder rumdrehen. Und gerade heute muss man auch darauf gefasst sein, ähm, Thema US-Wahl, wie das Ganze ausgeht. Und beim Thema US-Wahl weiß man halt nicht genau, wie es ausgeht. Ne? Wenn wir uns den DAX hier mal noch anschauen, die Level zur Oberseite hin, wie schon gesagt, wir haben jetzt hier um die Marke von 11.955 ein kleines Zwischenhoch hier oben. Dann haben wir hier, wie schon gesagt, dieses Level ähm, um die, äh, um die 12.200 Punkte Marke, die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten. Haben wir auch noch, also hier haben wir einiges an Widerständen, was den DAX durchaus dann in Bedrängnis bringen kann. Wenn wir rumdrehen und einen Abwärtstrend zur Unterseite haben, sehen wir auch die unteren Level hier. Das wäre mal die Marke von 11.700 und wartet mal, wir machen das Ganze gleich mal ähm, genau ins Detail rein. Ich mache hier gerade nur mal eben eine grüne Linie draus. Das heißt, das Low hier unten haben wir liegen bei 11.700. Also ungefähr die Marke von 11.700 ist auch der psychologische Marker, äh, den wir hier haben. Und das ist das, wo der Markt gerne auch mal rumdreht. Hier, das war das Level hier, wo wir abgebreitet sind. Hier sind wir drüber, Support bekommen. Das sind Anlaufmarken. Und wenn sich jetzt hier sozusagen unter diesem kleinen Zwischentief hier der Markt doch nach unten entscheidet, dann trennten wir im kleinsten erstmal wieder unten. Das ist dann das, was wir sehen, wenn wir uns hier den letzten Schub mal auf der 5-Minuten-Basis anschauen wollen. Hier das Level, was nach oben gelaufen ist. Wenn das da oben rumdreht, dann haben wir wieder den Gegentrend. Also sozusagen das, was wir hier dann an dieser Stelle haben, haben wir als Korrektur gesehen sollten wir drunter fahren. Wenn wir dann den Gegentrend nach unten haben, dann werden halt die Marker, die wir dort haben, wirklich interessant äh, zur Unterseite hin. Erstmal Richtung 11.700. Das sehen wir sehr, sehr schön hier. Und für die ganz kurzfristig agierenden Händler ist es dann natürlich auch noch interessant, wo kann es weiterhin zur Unterseite hingehen. Das wäre mal hier dieses Drehlevel um die 11.830 Punkte. Marke hier drüben. Und dann kann sich der kurzfristige Händler noch an den Swinglos orientieren, die hier ersichtlich sind sind und das sind mal die marken um die 11.805 hier in diesem bereich hier die 11.700 knapp 65 ähm, und dann haben wir schon die 11700 punkte marke das sind durchaus level die auf der unterseite interessant werden und wie schon gesagt am heutigen tag alles volatil und zum thema us-wahl an sich will ich mal ganz kurz noch eine grafik mit ins spiel bringen hier ähm, an dieser seite da muss ich noch mal schauen dass ich die jetzt hochgezogen bekomme dass sie auch jeder entsprechend sehen kann ähm, schaut mal das thema was wir hier jetzt haben, was wir hier im Hintergrund sehen, ähm, das habe ich von der Project Projections Zeit, ähm, also die Voraussagen, die Projektionen sozusagen ähm, zur US wahl rausgezogen und das sind jetzt aktuelle Ergebnisse sozusagen vom 2. November. Ähm, und da sieht es so aus wie schon seit einer halben Ewigkeit, äh, ungefähr 54% Prozent, äh, ist in Richtung Biden-Sieg, 45%, Prozent, 46% Prozent ist in Richtung Trump-Sieg. Und ich muss mal wirklich sagen, das sind jetzt wirklich in meinen Augen keine gigantisch klaren Aussagen, dass man sagen kann, okay, der ist so weit von ähm, der eine oder der andere, ähm, beziehungsweise der beiden ist so weit von, dass er nicht mehr eingeholt werden kann. Das ist in meinen Augen ein Ergebnis, das wirklich sehr, sehr nah aneinander liegt und hier kann alles passieren. Und das ist halt der Punkt. Und wenn wir ähm, gehört haben heute Nacht, dass äh, Trump in einigen Swing States ein bisschen besser unterwegs gewesen ist, ähm, als dass der Biden war, weil er einfach ähm, mehr emotionaler die Leute angesprochen hat, als dass der Biden getan hat, ist hier wirklich überhaupt nichts sicher. Ja? Und deswegen. Wird das eine Unsicherheit sein und mit einer guten Wahrscheinlichkeit wird diese Unsicherheit in irgendeiner Art und Weise äh, möglicherweise auch an den Märkten dann eine Rolle spielen. Wir werden es sehen. Morgen, wie schon gesagt, gibt es dann die ersten Indikationen an dieser Stelle. Ja, und da müssen wir dann drauf gehen, wie das Ganze hier entsprechend ausgeht. Also, die Wahl wird die Märkte mit Sicherheit bewegen. Danke an dieser Stelle fürs Zuschauen. Weitere Fragen hier zum Bereich Forex. Und Indizes haben wir nicht. Ohoho, jetzt haben wir es. 9 Uhr und der Markt pfeift hier im DAX gleich mal kurz nach unten ab. Mal gucken. Er hat unten drunter geschnuppert. Mal schauen, wie es weitergeht. Ob der Markt wirklich heute stark bleibt oder möglicherweise doch umdreht. Wir haben die Anlaufmarke auf alle Fälle auf der Ober- und der Unterseite besprochen. Also, in diesem Sinne, erfolgreiches Trading und bis morgen früh um 8.30 Uhr. Mal schauen. In welcher Verfassung die Märkte dann sind. Bleibt spannend. Danke fürs Zuschauen und tschüss.